In der dritten Schulstunde heißt es Vollbremsung. Mach Stopp. Heute bringen wir ein neues Kommando ins Spiel. Und zwar auch eins, was relativ wichtig ist, auch ein bisschen mit Sicherheit zu tun hat. Und zwar ein Stoppsignal. Heißt, ich bin draußen mit meinem Hund unterwegs. Plötzlich kommt von links eine Mountainbiker-Gruppe oder ein Auto oder ein Pferd oder irgendwas. Und manchmal ist es nicht sinnvoll, den Hund zurückzurufen, sondern an Ort und Stelle zu stoppen. Das heißt, wir laufen mit den Hunden an der Seite, ähnlich wie so ein Fußlaufen. Und stoppen dann, indem wir wirklich dann mit der Hand runtergehen und selber stehen bleiben. Reflexartig bleibt auch der Hund stehen. Wir belohnen das, wir markern das. Und, auch ganz wichtig hier zu sehen, wir lösen das von Anfang an auf. Ja? Klasse, komm, dann lass uns mal versuchen zu steigern. Stoppen. Ja, und Dana bewegt sich weiter. Er bleibt wunderschön stehen. Dann belohnen wir das. Ja, beim Peanut sieht man jetzt genau, wie es aussehen sollte. Das heißt, der bleibt stehen. Die Dana hilft jetzt hier noch mal eben mit der Hand, mit der flachen Hand. Das kann hinterher auch so eine Art Signal für den Hund sein. Oha, was macht Herbert denn da? Herbert, kommst du da runter? Komm her. Na komm. Wir trainieren jetzt hier, nicht auf die Couch. So, Herbert ist der Nächste mit unserem Stoppsignal. Komm her. Auch hier schaue ich mal wieder. Hat er Lust? Sieht so aus. Komm her. Und stopp. Jetzt. Kann ich gut, ne? Ist doch auch nicht so schwierig. Vor allem, wenn es Leckerli gibt. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Und dann kommt Stopp. Fein. Sehr gut. Ich drehe mich mal weg. Guck mal, dass er stehen bleibt. Kleine Intervalle, nicht zu viel. Blickkontakt. Jetzt. Und auflösen. Super. Der Herbert macht es gut. Der ist motiviert und er braucht auch nicht viele Wiederholungen, um zu verstehen, was man von ihm will.